Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Skull and Bones. Wir gucken heute zuallererst mal nach da hinten, weil da kann man endlich was machen. Da konnte ich die ganze Zeit nicht mitquasseln, aber jetzt darf ich hier mal ein bisschen quasseln mit der netten Dame hier. Moin moin, kriege ich bitte einen Whisky oder irgendwas? Hallo! Es gab in letzter Zeit einige neue Gesichter, aber von eurem spricht jeder. Willkommen in Sandan. Diese Oase. Ich bin schon zwei, drei Tage länger hier. Ja, seltsamer Name für so einen Laden. Ich bin die Besitzerin und betreibe die Bar. Drinks Mission ist meine Leidenschaft. Unter anderem. Seid ihr mutig? Probiert doch meine Kreationen. Wollt ihr schlicht den besten Rum der sieben Weltmeere? Bekommt ihr auch den. Kommt rein, legt die Füße hoch und entspannt euch. Genießt Ruhe und Vergnügen. Ein kleiner Tipp noch. Schlagt eure Wellen draußen, nicht hier drin. Ich bin nicht so lieb, wie ich aussehe. Wir verstehen uns, Galbi. Gut, aber jetzt rede ich schon wieder zu viel. Ihr habt bestimmt Durst. Was wollt ihr trinken? Das ist keine Taverne, hier steht schon Schwarzmarkt. Ich denke mal, da kann man was machen. In meiner Oase gibt es kühle Drinks für durstige Reisende, die den Schatten genießen wollen. Na, was trinkt ihr? Das große Geschäft, was? Ha! Ich mag euch. Ihr wisst, was ihr wollt. Na schön, Galbi. So ist es. Vor unserer kleinen Familie fraßen hier die großen Fische die ganzen kleinen Fische. Das war schlecht fürs Geschäft. Also boten wir unsere Dienste an, um für Ausgleich zu sorgen. Nun hat jeder eine Chance. Du kannst immer noch gefressen werden. Aber vielleicht auch gefüttert. Und das nicht schlecht. Wir verlangen lediglich eine angemessene einmalige Spende. Und Stillschweigen. So, das war's. Was meint ihr? Sicher, dass ihr das goldene Rad drehen wollt? Was bleibt mir denn so anderes übrig? Und das ist sogar eine Hauptquest. Oder? Mitunter. Ach, keine Ahnung. Das Ruder übernehmen. Kauf bestätigen. Nehmt den Eingang durch das Fass. Ich treffe euch drinnen und führe euch herum. Gerne doch. Willkommen beim Ruder. Hier beginnt eure Reise, die euch zum wohlhabendsten Piratenunternehmer im Indischen Ozean machen kann. Wenn ihr die Aufnahmeprozeduren bei Janita vollständig abgeschlossen habt, wisst ihr alles, was man braucht, um ein erfolgreiches Schmugglerunternehmen zu führen. Okay. Das klingt gut, meine Dame. Kriege ich trotzdem rum? Anscheinend nicht. Hauptquest war es wohl doch nicht. Die geht immer noch hier weiter. Aber ich denke mal, damit kann man, glaube ich, was machen. Wir schauen uns das Schmugglerversteck mal genauer an und hoffen, dass wir jetzt hier was Schönes draus machen können. Ich habe auch was den Enter gedrückt. Auf der Karte seht ihr unsere Versorgungswege. Hier ist alles, was im Indischen Ozean vor sich geht. Informationen sind wertvoll. Das Ruder hat seine Augen und Ohren überall. Was nicht hier drauf ist, ist auch nicht da draußen. Gelegenheiten lassen sich überall finden, bei Fremden, Einheimischen oder in Wracks. Überall gibt es Beute. Das Meer ist dauernd in Bewegung. Die Gelegenheiten wechseln ständig zwischen den Außenposten und Fraktionen, also müsst ihr schnell sein. Seht euch die Versorgungswege an. Geht Hinweisen nach, plündert ein paar Frachträume und bringt mir das gefundene Zuckerrohr. Okay. Das war die ganze Einführung. Sowas. Die Versorgungswege zeigen dir Informationen zu Sammlern, Zuckerrohr und anderen bla bla bla. Gelegenheiten aufkommen, bla bla bla, die verschwinden, bla bla bla. Alle Gelegenheiten des Ruders, die werden unter den Reiter Ruder, bla 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 bla. Okay.
Das war eine sehr kurze Einführung. Gucken uns hier erstmal ein bisschen um. Ah. Deswegen ist Zuckerrohr. Die brauen ihr Zeug selbst. Okay. Was gibt's hier? Ja, nur ein Lager. Okay, da kommen wir dann wieder raus. Den Brief nehmen wir mal mit. Schauen uns hier erstmal kurz ein bisschen um, ein paar Meter. Okay, eine Karte. Und ansonsten nichts weiter hier. Schauen wir uns mal hier die Versorgungswege einfach mal an. Zuckerrohr. Als Navigation. Okay. Zuckerrohr, 16 Mal. Okay. Ja, wir haben genug Silber. Beschaffe Silber. Aber schön, dass es auch da steht. Dass auch jeder versteht, dass man Silber braucht. Gut, dann würde ich sagen, wir haben ja unser Schiff aufgemotzt. Dann fahren wir mal rüber nach Afrika. Da unten waren wir ja schon, oder ich schon. Jetzt fahren wir mal nach da oben. Man könnte hierhin eine Schnellreise machen. Und dann hier mal schön entlang tuckern bis nach da oben. Ich würde sagen, wir machen das. Ja, dann schalte ich gleich auch mal ein bisschen Karte weiter frei. Und dann müssen wir nicht zum x-ten Mal denselben Weg sehen. Also für euch ist halt spannender. Mir macht es nichts aus. Ist halt ein bisschen... Bin ich mal gespannt. Munition haben wir auch sehr viel dabei. Aber das Ding ist... Ja. Nichts des Dinges. Gar nichts ist das Ding. Wir tuckern jetzt hier weiter. Ich wollte jetzt sagen, jetzt schießt man vorne langsamer, aber wir konnten die ganze Zeit vorne nur langsam schießen, in Anführungszeichen. Wir müssen aber aufpassen... Weil hier können die Schiffe ein bisschen arschiger sein. Aber ich würde auch sagen, wir machen gleich mal einen schönen Test. Stufe 5. Guter Hanfstoff. Da wollen wir hin. Ist das ein Turm? Ja, das ist ein Turm. Wir tuckern erstmal weiter. Ich habe hier keinen Bock, zwischen zwei Türme jetzt zu stehen. Alles gut, meine Matrosenfreunde. Wir tuckern hier gemütlich erstmal vorbei. Nachdem ich hier mal hin. Ich meine, Alter, was ist denn das? Oh Gott. Ich sitze hier gerade sehr unbequem. So. Oh, besser. Wesentlich. Das sind überall Türme. Da habe ich keine Lust, mich hier zu messen. Das ist kein Turm. Da ist wieder ein Turm. Da fahren wir lieber mal außen rum. Ich hab das müde, okay. Zierte Pistolen. Was seid ihr? Freibeuter! Das macht euch doch dann nichts aus, wenn ich die hier schön. Wir brennen jetzt und jetzt kriegt ihr auch schön Tiefgang mal. Wehe, wenn ihr auf mich schießt, ganz ehrlich. Oh, die haben uns aber schon gut einen mitgegeben. Hi, Captain. Alles geflickt. Komm, wir verfolgen diese Freibeuter. Der hat gesessen. Es geht. Ihr könnt hier euer Schiff mit Blut. Super. Feuer! Wir sind Haifutter! Wir sind nicht Haifutter! Das hat gesessen. Schön, schön, schön. Das klappt, glaube ich, auf jeden Fall.
was ich mir gedacht habe. Na komm, renn doch du. Wir müssen Anton! Nur zu ranziehen! Super! Läuft! Gut! Der Test hat schon mal hier funktioniert. Ist das eine Festung? Oder ist das ein Hafen, wo man rumlaufen kann? Das finden wir jetzt gleich raus. Ich glaube nicht, dass wir da rumlaufen können. Das sieht schon sehr... Ihr könnt es nur plündern, ist eine Festung. Wir haben, wonach wir gesucht haben, Kapitän. Oh, cool. Da fahren wir dann mal schön gemütlich weg. Da, ich kann das militärische Vorsehen. Boah, da links ist großes Wrack. Das könnte man plündern. Ich mach nichts, ich will nur das Wrack da hinten plündern. Grundgütiger, wie viele in diesem Wrack wohl ihr Leben verloren haben. Das stimmt. Für jeden Wrack ist eine Geschichte. Zack, alles mitnehmen hier. Was sind das? Mörserbomben. Nehmen wir alles mal mit. Geld haben wir ja ganz knapp genug mit 46.000. Unser Laderaum ist aber schon wieder gut voll. Man merkt echt, man kann nicht so ganz so viel hier mitnehmen. Das sind Freibeuter da hinten. Oder ein Pirat. Beides. Besser gesagt. Wir fahren jetzt mal schön weiter gen Norden. Weiter weg. Vorne ist noch ein Wrack. Da vorne ist auch noch ein Wrack. Hier liegen überall Wracks rum. Da ist noch ein Wrack. Kann man ja nur mit Wracks überleben, wenn man die ausnimmt. Abtrünniges Kriegsschiff gesichtet, Kapitän! Eine Brigantine, Kapitän! Das könnte man eigentlich mal hoch. Eine Silberkiste? Leute! Ihr werdet jetzt hier angegriffen. Wir helfen unserem französischen Schwein. Freunde natürlich. Na komm. Ups. Stopp, das könnte wieder potenziell gewesen sein. Ah, man könnte schon ändern. Aber wir schießen hier nochmal rein. Enter sie! Na komm nochmal. Ach komm! Bisschen vor, ein bisschen ran. Na komm! Ach! Dann nicht! Das ist echt schwer, so ein kleines Schiff entern zu lassen. Wegen der Höhe ist es echt schwer. Wir sollten echt mal überlegen, eine Schaluppe hier generell zu machen. Was ploppt denn hier da unten? Irgendwie mein Handy liegt neben mir. Es ploppt. Langsamer. Und dann zeigt es nichts an. Ach, weil ich hab's immer neben mir, falls irgendwie was ist. Aber... Naja, egal. Wir fahren jetzt mal schön gen Norden gleich hier. Zack, zack, zack. Das hat sich hier schon mal gelohnt hier. Alles nehmen. Der liegt ja auch noch nicht lange rum. Das nehmen wir gleich das nächste hier aus. Das ist ja ein wahres Paradies hier zum Aufknacken hier. Drüben ist auch noch ein Wrack. Wir nehmen aber jetzt hier mal langsam hier den Kurs lieber in die Hand. Das kommt gar nicht mehr hier an. Segel frei, mach langsamer! Segel runter!
Der ist sehr schwer. Komm. Oh, Holzteer? Können wir nutzen? Komm, wir nehmen das da drüben auch mit. Los geht es! Segel hin! Alle, volle Segel! Wir greifen ja hier niemanden an. Wir sind ja nette Bürger des Ozeans. Warum zeigst du es mir hier nicht an? Jetzt. Zack. 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 Oh, Elfenbar. Nehmen wir natürlich mit hier. Hat hier jemand geschossen? Sorry, ich habe in Heck das Land gestriefen. Und da drüben ist nochmal ein Schiff. Mir. Die Zeichen auf meiner Haut. Vielleicht verrate ich dir irgendwann ihre Geheimnisse. Ja, ja. So komplett desinteressiert hier so. Ich will nur hier ihr Segel, ne? Alter, wir kommen hier nicht mehr hoch. Ihr legt ja alles voll. Oh Gott, ey. Aber das finde ich schön am Spiel. Ganz ehrlich. Oh, jetzt ramme ich hier mal kurz. Das Schöne am Game ist halt wirklich, es sagt euch zwar, hier und hier, ihr müsst Materialien ernten und die dann verfeinern, damit ihr, euer Schiff verbessern könnt, etc. pp. Bessere Ressourcen habt, etc. pp. pp. Das Schöne ist aber halt wirklich, das müsst ihr nicht machen. Das bleibt halt euch ganz offen. Ihr könnt alternativ auch einfach Wracks plündern. Oder ihr überfallt einfach andere Schiffe. Das ist eben das Coole. Das bleibt euch ganz überlassen. Oder halt bei PvP-Events könnt ihr auch einfach andere Spiele überfallen. Und ich finde diese Möglichkeit, die man wählen kann, absolut klasse. Das heißt, es gibt nicht nur einen Weg, wo man sagt, oh, jetzt muss ich hier 5 Millionen Stunden farmen, damit ich das und das bekomme. Es gibt zig Wege, dass man hier seine Ziele erreichen kann. Ihr könnt ja ganz klassisch die Ressourcen abbauen, weiterverarbeiten, etc. pp. Ihr könnt Wracks plündern. Ihr könnt aber auch alternativ halt auch Schiffe richtig aktiv plündern und überfallen, die halt einfach die Ressourcen schon fertig haben. Und das ist eben das Tolle. Das tut mir nicht. Und deswegen finde ich das hier geil. Es ist zwar ein Grind-Game, das muss man wirklich sagen. Wer das nicht will, muss halt schauen, ob es einem gefällt. Aber so, wer Bock hat am Segeln, das macht hier wirklich Spaß. Wirklich. Es macht so viel Spaß. Und allein nichts gegen SOT. Aber ein Schiff dieser Größe könnte ich schon allein nicht mehr segeln. Und selbst eine Schaluppe in SOT kann man nicht zu 100%ig effektiv nutzen. Das hier schon. Aber eine Schaluppe unmöglich. Na, jetzt kommen wir hier einen ordentlichen Gegenwind rein. Hab die gesuchte Beute, Kapitän. Was zum Kuckuck ist das? Wir haben, was wir brauchen. Und wir sind genau da, wo wir sie haben wollen. Ja, das stimmt. Von dem her, mir macht das Spiel wirklich Spaß. Muss jeder selber wissen, aber ich würde sagen, nicht über was hart urteilen und haten, was man nicht mal selbst ausgetestet hat. Schiffswrack gesichtet. Und Ubisoft bietet ja auch diesen Pass da jetzt an, was Xbox ja schon seit Jahren macht. Und ich sag mal ehrlich, wenn man wirklich das Spiel mal einfach ausprobieren will, dann holt man sich vielleicht diesen Ubisoft Pass oder wie auch immer das heißt. Und dann kann man es mal für 14 Euro testen. Oder halt auch andere Spiele.
ist ja nicht nur Skull and Bones, was da drin ist. Und ich denke mal, das ist ein gutes, guter Pakt, den man da so wirklich eingeht. Um halt günstig auch Spiele zu testen, um zu sehen, ob es einem gefällt. Wenn es einem wirklich gefällt, dann kann man es ja immer noch kaufen. Ja. Wir überfallen jetzt den vorne Maul. Ach, da ist schon wieder ein Frack. Da drüben auch. Was ist hier los? Könnt ihr alle kein Auto fahren? Ja, Auto fahren braucht man ja so oder so nicht. Aber Feuer! Oh, da gehen sie in Flammen auf. Oh, ist das schön. Oh mein Gott, das... Oh Gott, wow. Die Aufpassung. Die hat's gebracht. Können wir da innen durchfahren? Fahren wir mal hier innen durch. Weil die sind da vorne ein bisschen aggressiv hier wieder. Obwohl wir gar nichts machen hier. Das sind ganz nette Seeleute hier. Und gleich sind wir zu volle Seeleute. Bewegung, es gibt viel zu tun, Leute. Obwohl, ja, wir das Schiff eigentlich leer haben sollten. Boah, TR nehmen wir auch natürlich mit. Wir sind so fett, ich weiß, wir können jetzt keinen Boost mehr machen. Hey. Wir haben zu viel Zeug dabei. Alter, wie viel? Eine Silberküssel, ja auch voll. Schatzkarte haben wir auch wieder dazu bekommen. Schön. Oh, aber hallo? Warum schießt jetzt der voll mit allem, was wir wollen, Kapitän. Oh oh, ich glaube, ich muss so über Bord werfen. Wie, Kapitän, wie du meinst. Ach, halt bereit. Auf, Junge! Gehen wir näher ran! Ja, jetzt sind sie. Oh, die haben Flammenwerfer! Da ist der Lachs begraben! Ja, wir fackeln ein bisschen. Oh, hauer. Echt. Boah, wir werden das echt. Segel runter! So, es sei denn, der Typ da vorne hilft uns ein bisschen. Feuer ist nicht so zum Spaßen. Bitte, lass du uns in Ruhe. Junge, Junge, du musst uns vielleicht helfen. Kapitän, das Schiff trägt auch die Eskorte. Bitte. F interagieren. Gruppe einladen. Kann man nicht irgendwie um Hilfe schreien? Erstmal hier reparieren. Verstanden, Kapitän. Dann mal gut hier abdrehen. Wir müssen hier. Wir brauchen einen Hafen. Wir sind übervoll. Wir sind übervoll. Also so voll war, habe ich mein Schiff noch nie gehauen. Außenposten. Wenn wir da hochkommen, dann direkt leer machen. Oh, hauer. Ist das schon da vorne? Ja, da das ist ein Bojen. Ich glaube, da können wir hin. Oh, hauer. Wir sind übervoll. Kann man auch kentern, wenn man untergehen, wenn man zu viel Sachen dabei hat. Das wäre lustig. Wir dürfen uns diese Waren nicht entgehen lassen. Oh, wir sind voll. Irgendwann ist auch mal gut, mein Freund. Und schon werden wir schon wieder abgeschossen. Immer noch von dem Turm da. Oh je. Zwei Knoten. Ah, wenigstens doppelt so schnell. Ich muss auch die Chat-Taste mal weglegen. Ich drücke so oft auf den N, weil ich zu M will. Hanf. Das könnten wir ja auch mal besorgen. Wenn es hier direkt in der Nähe ist, bei Hanf, habe ich ja gesehen, das brauchen wir en masse. Aber erstmal müssen wir wirklich hier das Zeug loswerden. Hier ist zwar die Mission, aber wir müssen direkt das Zeug loswerden. Ja, mit 3 km hier rumtuckern. Okay, 4, ja, aber. Eine gute Gelegenheit, Proviant aufzunehmen. Ja, ja. Wir haben ja nicht schon zu viel an Bord.
Also ihr seht, es bringt nichts, sich zu voll zu machen, weil da wäre ich jetzt schon fünfmal hingefahren. Die Luft ist kalt und still. Fast als läge hier ein verfluchter Geist auf der Lauer. Es gibt schon Sachen, die Sinn machen, aber das hier ist jetzt nicht so der Sinn der Sache. Wir machen erstmal das Schiff leer, bevor ich jetzt hier mit den Leuten rede. Glück ist nicht alles. Ja, ich kann doch auch direkt hier einen Fracht verwalten. Weil wir haben so viel Zeug dabei, dann drücken wir mal F. Boah, wie viele Waffen vor allem schon wieder. Das ist super. Alles kann ich alles gebrauchen hier. Torpedos, cool. Werde ich wahrscheinlich nicht nutzen, aber so viele Kanonenkugeln. Zack, 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 zack. So viel brauchen wir auch nicht. Die zwei könnte man vielleicht mal trotzdem mitnehmen. Habe ich wieder was in der Schatzkarte ausgewählt. Gut. Wir können noch mehr erreichen. Lager aus 100 von 170. Warte mal. Kann ich das hier minimal? Ach so, kann ich hier gleich auch machen. 16. Wie viel haben wir? 1250. Also machen wir hier mal 250. Dann haben wir hier genug als Ersatz. Und jetzt hier kaufen wir mal ein bisschen Zuckerrohr. Meine letzte Kiste hat Kawan. Euer Gesicht kommt mir bekannt vor. Habt ihr ein Schiff mit einem goldenen Rad? Ich wusste, dass ich euch kenne, als ihr an Land kamt. Ihr habt Glück, dass Janita euch mag. Verspielt diese Gelegenheit nicht, Kawan. Die Waren, die wir feilbieten, sind schwer zu ergattern und meist sehr schnell vergriffen. Wenn ihr zu lange zögert, Captain, dann entgeht euch ein gutes Geschäft. Okay. Das. Okay, irgendwo dahin. Aktuell sind keine Gelegenheiten mehr für Fußball. Okay. Bis das Glück uns wieder zusammenführt. Das war's jetzt schon? Okay. Beleg, okay. Müssen wir jetzt runterfahren oder könnte ich mich jetzt theoretisch runterspawnen? In Anführungszeichen. Testen wir auch mal. Du Segel setzen oder nicht? 500. Machen wir einfach mal. Wird sich nicht lohnen. Nach so normal fährt man schon dann lieber runter. Aber. Ihr habt einfach so die. Wir gucken mal, rein aus Interesse, wie es funktioniert und Verständnismäßigkeit natürlich. Dann machen wir es mal so. Wir reden jetzt mal mit der Tante. Fühlt euch wie zu Hause. Joho, Galbi! Euer erster Auftrag ist erledigt. Darauf trinken wir. Aber es ist nicht genug, um reich zu sterben, hä? Sagt Bescheid, wenn ihr für mehr bereit seid.